Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste im Deutschen Bundestag! Man muss in die 30er Jahre zurückschauen, als der Völkerbund erstmalig Sanktionen gegen Italien verhängte, um dessen Arabisierungspolitik zu torpedieren und zu verurteilen. Schon damals gingen die Sanktionen gegen Italien in die Hose. Bis heute hat sich nichts daran geändert. Ich erinnere mich gut an den erfolgreichen Slogan der Sozialdemokratie. Die AfD gab es damals doch gar nicht. Nämlich, dass wir in den 70er Jahren, und es ist ja völlig richtig, dank Willy Brandt und Egon Bahr, es so formuliert haben, wie es richtig ist. Wandel durch Sanktionen, hat nie einer von euch gesagt, ist auch richtig so. Wandel durch Annäherung, man kann es immer wieder unterstreichen, ist der richtige politische Weg. Sanktionen sind da nicht nur wenig förderlich, sie behindern die Annäherung. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland hat durch die Sanktionspolitik in den vergangenen Jahren zwischen 50 und 120 Milliarden Euro an Umsätzen verloren. Allein die Bundesrepublik Deutschland, da sind Kollateralschäden, Nebeneffekte noch gar nicht mit eingerechnet. Und Nebeneffekte gibt es. Die Unternehmen wollen kein Risiko mehr eingehen, also lassen sie das Geschäft mit Russland. Das mangelnde Vertrauen greift um sich auf beiden Seiten. Die Planbarkeit ist gefährdet von Geschäften. Und durch die Dual-Use-Problematik geraten immer mehr Geschäfte ins Risiko bzw. werden nicht durchgeführt. Nochmal 90 Milliarden Euro im Schnitt hat die deutsche Wirtschaft und die Landwirtschaft übrigens auch verloren. Die USA nebenbei bemerkt, meine Damen und Herren, haben einen Plus gemacht. Der Handel mit Russland ist sehr groß. Aber Washington hat so viele Ausnahmegenehmigungen für amerikanische Firmen zugelassen, dass der US-Handel mit Russland gestiegen ist. Was wir nicht an Geschäft mit Russland machen, füllen andere selbstverständlich aus. So ist das im normalen Leben und auch im Geschäftsleben. Es heißt, von Indien über Israel bis China, Schweiz, Türkei, sie alle treten in die Geschäfte ein, die wir jetzt mit Russland nicht mehr machen. Und dann ist es auch völlig normal, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt. In dem Augenblick, wo erste Produkte in China gekauft worden sind, wird man beim Nachfolgegeschäft auch wieder auf den chinesischen Geschäftspartner zurückgreifen. Und wenn es keine Sanktionen mehr geben sollte, dann bleibt man bei dem Zulieferer aus China und die deutsche Wirtschaft ist außen vor. Das ist die Auswirkung auf die deutsche Wirtschaft. Sie behindert unser Fortkommen, sie behindert unseren Ausgleich, unser Verständnis mit Russland. Beenden wir die Sanktionspolitik subito. Das ist der beste Weg, um mit Russland auch wieder ins Gespräch und vor allen Dingen ins Geschäft zu kommen. Was besonders problematisch ist, dass durch die Sanktionspolitik natürlich auch andere und wichtige Bereiche mit betroffen sind. Denn wenn wir nicht mehr miteinander kommunizieren, wenn es nur noch oberflächliche Gespräche mit Herrn Lavrov und Herrn Putin gibt, dann haben wir auch in den anderen wichtigen Bereichen der Politik kein Einverständnis mehr. Nehmen Sie den Nahen Osten, wo wir keine Rolle mehr spielen. Nehmen Sie Russlands Afrikapolitik, bei der wir nicht in irgendeiner Weise mit begleiten können oder beratend tätig sein können. Und insbesondere nehmen Sie ganz aktuell Venezuela. Ich bin ja gestern aus Unionskreisen, sind wir gescholten worden als AfD. Es ist ja absurd, meine Damen und Herren. Die Player in Venezuela sind neben den Vereinigten Staaten Russland und China. Und dann muss man auch mit diesen Ländern reden, ob sie wollen oder nicht. Und in diesem Falle wäre es sehr wichtig gewesen, dass wir mit Russland zum Beispiel sprechen und vielleicht eine gemeinsame Linie in der Venezuela-Politik entwickeln. Denn, was vielleicht einige von Ihnen immer noch nicht wissen, ein deutscher Journalist sitzt seit über 10 Wochen im Geheimgefängnis in Caracas und keine deutsche Politik kümmert sich um den Mann und versucht, ihn da rauszuholen. Das wäre vielleicht mit Hilfe der Russen gelungen. Der Mann heißt Billy Six, merken Sie sich. Er schreibt für die junge Freiheit. Ich weiß, Kopfschütteln bei Ihnen. Da müssen wir genauso handeln wie in der Türkei-Frage, wie wir auch bei den Journalisten gehandelt haben. Meine Damen und Herren, wir bleiben dabei. Realpolitik im deutschen Interesse ist das entscheidende Credo unserer Zeit. Wir fordern Sie auf und wir fordern die Bundesregierung auf, beenden Sie umgehend die Sanktionspolitik gegen Russland. Sie bringt uns nur Nachteile, sie spaltet Europa. Nur gemeinsam mit Russland werden wir ein friedliches Europa gestalten können. Dafür stehen wir und dafür sollte dieser Deutsche Bundestag gemeinschaftlich stehen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Als nächster spricht für die Fraktion der CDU-CSU der Abgeordnete Dr. Johann David Wadepohl.